Herr Doktor, alt genug? Eine Frage. Wer darf wählen? Du darfst bei der heutigen Wahl dann zur Wahl gehen, wenn du am 24. April mindestens 16 Jahre alt bist und du die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Was muss ich tun, wenn ich zur Wahl gehen will? Naja, du packst am besten am Wahltag deinen Lichtbildausweis ein. Das kann entweder ein Reisepass sein, ein Personalausweis oder aber auch ein Führerschein und gehst zu deinem Wahllokal. Dort meldest du dich zur Wahl an und kannst mit dem Stimmzettel, den du dann erhältst, deine Wahl treffen. Was ist eigentlich, wenn ich am 24.04. keine Zeit habe? Ja, das ist aber auch überhaupt kein Problem. Du kannst trotzdem deine Wahl treffen, indem du ganz einfach eine Wahlkarte beantragst. Beantragen kannst du die entweder bei deiner Gemeinde, da kannst du ein E-Mail schreiben oder anrufen, oder du kannst bis 2 Tage vor der Wahl zur Gemeinde vorbeischauen und bekommst dort bis 12 Uhr zu Mittag deine Wahlkarte. Was macht ein Bundespräsident eigentlich? Ja, zu den wichtigsten Aufgaben unseres Staatsoberhaupts zählen ganz sicher die Ernennung und Entlassung unserer Regierung. Unser Staatsoberhaupt unterschreibt auch jedes Gesetz, bevor es dann gültig ist. Und unser Staatsoberhaupt vertritt Österreich auch nach außen, besucht andere Regierungschefs und bespricht ganz, ganz wichtige Dinge. Herr Doktor, alt genug. Wir haben Fragen. Ja, bitte. Wo erfahre ich, wer überhaupt antritt? Ein Tipp von mir, die bpw2016.info. Dort erfährst du alle notwendigen Informationen zu allen 6 Kandidatinnen und Kandidaten zur heutigen Wahl. Herr Doktor, alt genug, eine letzte Frage. Was ist, wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin? Ja, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, da kann man im Nachhinein leider nichts mehr machen. Die einzige Möglichkeit, ein Ergebnis zu beeinflussen, ist, selbst zur Wahl zu gehen.